Was ist die beste Reisezeit für die mexikanische Karibikküste? Ich höre ganz oft, dass viele, wenn sie in Mexiko in den Urlaub gehen, natürlich nicht so erfreut sind, wenn sie dann hier sind und sie haben das Problem mit den Braunalgen, mit dem Seegras, wie es auch oft genannt wird. Dann sind dann total unhappy und sagen, diese ganzen Bilder, die man hier immer von Mexiko sieht, sind komplett gefaked. Das stimmt nicht. Also es ist wirklich so, dass wir hier wirklich ganz oft oder über mehrere Monate hinweg wirklich traumhafteste, schönste Karibikstrände haben. Aber halt nicht immer. Ne? Und das mit diesem Seegras ist eben vor allem, fängt dann immer so ab März schlimm an. Ab Februar schon ein bisschen, ab März schlimm. Das heißt, die beste Reisezeit, wenn man jetzt davon ausgeht, für Temperatur, also sagen wir mal vom Seegras erstmal. Ne? Wenn man vom Seegras ausgeht, ist die beste Reisezeit von November bis Januar. Wenn man es jetzt komplett so eng sieht, dann November bis Januar, Februar geht auch noch. Im deutschen Sommer muss man gar nicht hierher kommen, wenn man kein Seegras haben will. Wenn man nur im Pool chillen will, im All-Inclusive-Hotel und so weiter oder in andere Regionen von mir aus geht in Mexiko, dann ja. Aber ich sage das immer wieder und dann kommen Menschen trotzdem im deutschen Sommer hierher und sind dann irgendwie geschockt und traurig und keine Ahnung was. Macht keinen Sinn. Vor allem auch, im deutschen Sommer ist es hier viel, viel zu heiß und schwül. Das macht keinen Spaß. Ne? Also auch unabhängig von dem Seegras und den Algen ist die beste Reisezeit hier in der Karibikküste, Quintana Roo, Yucatan und so weiter, von November bis Januar, Februar. Auch das ist wirklich so, was das angeht, die allerbeste Reisezeit. Wie gesagt, wenn ihr natürlich jetzt generell rumreisen wollt, das sagt, ihr möchtet auch viele Städte sehen, ihr möchtet vielleicht nach Bacala, zu der Lagune, da spielt ja das Seegras keine Rolle. Ihr möchtet auf die andere Seite, ne? Also zum Beispiel Puerto Escondido und so weiter, da haben die natürlich das Problem auch nicht. Oder ihr seid generell nicht so der Strandtyp, möchtet einfach eher hier so wohnen in der Sonne und so, dann sind das wieder andere Dinge. Aber wenn ihr wirklich Urlaub machen wollt, am Strand, mit Karibisch-Traumstränden und so weiter, dann November bis Januar, Februar, beste Reisezeit, was Seegrasalgen angeht und was die Temperatur angeht.